bitte schön. Oberzahl, Oberzahl, ich muss gehen. Wenn ich Sie vielleicht auch störe, sehen Sie sicher ein. Immer kann der Mensch ja doch nicht im Kaffeehaus sein. Oberzahl, Oberzahl, bitte sehen. Gehen Sie weg, erst um 6. Kommen Sie her. Reichen Sie mir meinen Mantel, morgen gibt's ein Wiedersehen. Oberzahl, Oberzahl, ich muss gehen. Mancher Mensch, der findet's nett, kriegt er den Kaffee ins Bett. Mich begeistert gar nicht die Idee. Was ich wünsche, wäre das, ja, das wäre mein größter Spaß, wenn man mir das Bett bringt ins Café. Doch lockt uns auch der Mokka-Duft, so wie die Kaffeehausluft. Einmal kommt die Stunde, wo man ruft. Oberzahl, Oberzahl, bitte schön. Oberzahl, Oberzahl, ich muss gehen. Wenn ich Sie vielleicht auch störe, sehen Sie's sicher ein. Immer kann der Mensch ja doch nicht im Kaffeehaus sein. Oberzahl, Oberzahl, bitte sehr. Gehen's nicht weg, erst um 6, kommen's her. Reichen Sie mir meinen Mantel, morgen gibt's ein Wiedersehen. Oberzahl, Oberzahl, ich muss gehen. Ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt gehen. An was denken Sie denn, Franz? Ich meine, wenn Sie überhaupt an was denken. Nein, nein, ich hab's ja ein bisschen vor mich hingeträumt. Schön war's. Das Lokal voller Gäste, so wie früher einmal. Solche Träume habe ich schon lange nicht mehr. Jetzt träume ich höchstens, dass irgend so ein Depperter daherkommt, der mir das Geschäft abkauft. Aber der Traum wird ja auch nicht in Erfüllung gehen. Kassieren Sie lieber ab, so wie der Gustav, damit wir endlich zu Hause kommen. Ja, zahl bitte. Zahlen gewünscht, die Herrschaften? Einen Mokka habe ich gehabt, einen kleinen. Ja, ja. Habe ich mein Geld? Nein, nein, nein. Das ist... Aber nein, ich weiß schon, wenn es einmal nach dem 20. ist, ist es ein bisschen knapp, nicht? Ja, aber ich kann da nicht immer... Aber na, sie werden wir später geben, nicht? Wenn Sie noch die ärztliche Praxis haben, lass ich mich gratis bei Ihnen behandeln. Da suchen wir dann eine recht lange Krankheit aus. Aber nicht einmal in Spaß, wenn man sowas sagt. Sie sind so lieb zu mir, Herr Franz. Glauben Sie, dass ich meine Prüfung bestehen werde? Na, gehen's. Na, so, Sie kennen da. Also, ich hab Sie ja abgehört. Das ist ja genau so gut als wie der Primarius selber. Ja. Nein, ja, theoretisch, nicht wahr? Aber bitte Herz, Nieren, Leber, Gelbsucht, Hepatitis. Hepatitis. Das ist ja das Wurscht, aber Sie kennen's. Das kennen's. Na, und die proximale Tachykardie? Ah, ja, ja, die schon, ja. Das sind alles für... Nur mit der Dings hapert's mit der... Mit was? Es liegt mir auf der Zunge. Trachiomalazie. Trachiomalazie, ja. Mit der Tat. Den müssen wir noch durchmachen. Ja. Franz? Ja, komm ich sofort. Ja, ich ärgere mich so. Immer wenn ich mit jemandem rede, ruft er mich. Tun Sie noch nicht ärgern, Herr Franz. Hat mich nicht zu rufen, wenn ich mit einem Gast rede. Gute Nacht. Wiedersehen, Fräulein. Und Dankeschön. Wiedersehen. Die kommen, Jürgen. Ja. Haben Sie gerufen? Ja. Ja? Ich weiß nicht, Sie sind immer zu den Gästen am freundlichsten, die am wenigsten verzehren. Bestellt ein Glas Wasser und geht nüchtern nach Hause. Ja, Sie können ja nicht verlangen, dass Sie vor ein Glas Wasser einen rauskriegt. Das nicht, dass Sie mehr verzehrt, das kann ich verlangen, wenn Sie schon 5 Stunden lang da sitzt. Warum? Sie hat ja den Kaffee genommen. Den Sie bezahlt haben. Das ist ja zum Lachen. Sie können ja Ihr Großvater sein. Sie, was heißt das? Kavalier, Sie. Kavalier bin ich keiner. Aber ganz krank bin ich auch nicht so. Wie? So wie Sie. So wie Sie, ja. Sie? Das ist ja euch bei mir bekannt, dass Sie ein Gnaser sind, ein Geizhals. Wenn Sie die Brieftaschen aufmachen, fliegen die Motten heraus. Franz, komm mal, Freiland, komm, geh mal. Je weniger Zähne der Alte hat, desto bissiger wird er, was? Oh, was, der gemeine Kerl, der stellt mich so her, so wie absichtlich hätte auf das Mädel. Das ist eine Frechheit. Aber lass ihn. Manchmal doch hätte ich ja... Ich möchte am liebsten auf und davon. Wäre halt schön, wenn man sich so ein ganz Geschäft einrichten könnte. Kaffeehaus, weißt du? Nicht groß,
Ein paar Tisch, zwei, drei Fenster. Ja, das möchte ich auch gern haben. Ja, du kennst ja haben. Wieso? Na geh, okay, was. Du brauchst ja nur deine Nachbarin zu heiraten. Die reiche Frau Lempke, die Tante von unserem Piccolo, weißt du, die fliegt auf die... Ich will nicht haben, dass man mir vorwirft, dass ich vom Geld meiner Frau lebe. Ah, das will ich. Kein Mensch ja, möchte das so. Der Kaffee ist ja, da. Ja, der Kaffee. Na, was macht die Familie? Ja, danke. Ja. Das ist schon in Ordnung, ist in Ordnung. Der Marie geht's gut. Ja. Und das Mädel ist brav. Hm. Hoffentlich ist der Babschi noch nicht zu Hause. Bestimmt nicht. Das Kaffeehaus war ja noch offen. Mali, Mali, kommen Sie mal mit her. Ja, was ist denn? Sonst ist das der Kaffee, den meine Herren Ober trinken? Ja, warum? Warum? Weil er zu stark ist. Da muss ja mein Geschäft zugrund gehen. Was will denn paar Bohnen? Also, wenn Ihr Geschäft zugrund geht, dann ist Ihre altmodische Führung dran schuld. Schauen Sie sich doch einmal Ihre Polstermöbel an. Und da wundern Sie sich noch, wenn die Leute lieber ins Espresso gehen. Das ganze Lokal gehört doch schon renoviert. Aber Sie wollen ja kein Geld auslassen. Sagen Sie, wie reden Sie mit ja, mir? Das wollte ich Ihnen schon lange mal sagen. Ein Kaffee ist kein Wasser. Und das Herumschnüffeln in meinen Kochtöpfen, das passt mir nicht. Jetzt habe ich aber genug. Das ist jetzt der Dank, warum ich sogar ins Geschäft gekommen bin, wie ich krank war. Was? Ich also, weiß ja eh nicht, wieso ich damals zu einer Fleischvergiftung gekommen bin. Wahrscheinlich haben Sie sich in die Zunge gebissen. No. Die zuschmeißen ist aber sehr fein. Da sieht man, was Sie für ein Kindersturm haben. Aber was? Ja, weiß, die hat recht. Sauber gehört, wenn sie zückert. Aber eigentlich hat sie recht. Natürlich hat sie recht. Ist ja kein Wunder, dass die Gäste abwandern ins Espresso. Was? Fangst du auch schon mit dem Espresso? Na, jetzt weißt du nicht, dass das Ende ist für unsere Wiener Kaffeehäuser? Es ist der Zug der Zeit. Der Zug der Zeit, der Zug der Zeit. Was ist denn schon dran? Und so ein Espresso. Dass du zum Mokka kein Wasser serviert kriegst. Du hast keine Zeitungen, du hast keine Illustrierten, du sitzt unbequem, sitzt so wie da, sitzt auf einem hohen Stockerl, die Füße hängen in der Luft, wenn du aufstehen willst, musst du runterspringen. Aber der Kaffee ist stärker. Aber geh, red doch nicht, gar nicht ist er stärker. Und wenn er stärker ist er ungesund. Mich wirst du nie dazu bekehren, mein Lieber, nie. Ich werde dagegen kämpfen bis zum letzten Kaffeetropfen. Sehen wir uns morgen? Ich hole dich in der Früh ab. Fein, gute Nacht. Gute Nacht. Das ist auch gute Luft. Du, hast schon gehört? Was? In der Scharnagelgassen haben schon wieder neues Espresso eröffnet. Ja, da hast du es, da hast du es. Wieder mit Damenbedienung. Selbstverständlich. Ja, bravo. Da bin ich nur neugierig, wie das mit uns noch werden wird. Mit ja. uns, gell? Auf das bin ich neugierig. So schlimm kann das nicht werden. Na ja, du hast das Leichtgustl, nicht wahr? Du bist ledig, aber ich habe eine Frau und ein Kind. Ne? Ich muss verdienen. Oder soll ich vielleicht der Marie einmal sagen, dass ich meine Familie nicht mehr halten kann? Wo sie schon vor unserer Ehe diese Enttäuschung erlebt hat. Ja, ich weiß, durch deinen Bruder Ferdinand. Ja, ja, das lass mal lesen. Bitte, red nicht von deinem Hochstapler. Du kannst ihm nicht verzeihen, nein, was? Nein. Immer bin ich bei denen im Schatten standen und schon der Schulbum. Und immer war er der Bessere, war er der Gescheitere, war er der Bravere. Und, und dann, wie die Mädeln kommen, sind die ersten Mädeln doch. Alle haben ihm gehört, alle. Wenn ich nur, ich hab nur eine angeschaut, ist er schon da gewesen. Und, ach, das ist er. Na, bis erst, ne? Dann hat er die Marie oder sie verlobt mit ihr. Ja, und ist dann kurz vor der Hochzeit durchgebrannt. Ja, das wäre nicht das Ärgste. Aber das Geld hat er mitgenommen von ihr. Aber okay. Natürlich. Na, der Vater von ihr ist ja doch gut gestanden, damit er sich eine Existenz gründen kann. Ja. Und der ist auf und davon. Nun, der Marie und Vater, wird er bald mitgerissen. Aber zum Glück haben sich ein paar Leute gefunden, die ihm geholfen haben. Also ich bin auch nicht wahr. Ich bin auch damals mit meinen bescheidenen Ersparnissen eingesprungen, nicht wahr? Du hast aber nichts der Marie davon sagen. Nein. Wusstest du? Nein, die hat keine Ahnung, nein, wie das damals gewesen ist. Hast du darauf verlassen? Ja. Wie ist dann da gekommen, dass du dann die Marie geheiratet hast? Na ja, mein Gott, ist gekommen. Das, sie ist allein gewesen, nicht? Ja. Da hat sich da jemand um sie kümmern müssen, ne? Da habe ich sie getröstet und. Naja, da hat dann aber so halt geheiratet. Aus Ehrgefühl? Ja, nicht aus Ehrgefühl, aber bitte. Ach, aber ich hab's ja gern gehabt. Sie hat mich auch, wir haben's ja gern gehabt, weißt du? 20.000 Dollar. Und er hat dir nicht geschrieben, warum er dir das Geld geschickt hat? Oh ja. Ja, aber ich kenne mich gar nicht aus. Da hör doch zu, was er da schreibt. Endlich kann ich gut machen, was ich an dir und deinem Vater verbrochen habe.
Ja, ich weiß von keinem Verbrechen an meinem Vater. Ja, ich kenne mich doch nicht aus. Ach, Mutter, ist ja auch alles ganz egal. Stell dir vor, wir sind reich. Wir sind reich. Jetzt können wir endlich die Wohnung herrichten lassen und können nach Italien fahren. Und du kannst dir die Waschmaschine kaufen. Und ein Starmix. Nix können wir kaufen. Das ist ja eben. Wieso denn nicht? Aber du kennst doch den Vater. Wenn der erfährt, dass das Geld von Ferdinand ist, dann nimmt das ja gar nicht. Aber nie im Leben nimmt das. Ja, was machen wir denn da? Ja, ich weiß schon was. Ich gehe morgen zum Gustav. Weißt du, wenn ich dem Vater sage, dann ist er aus. Aber der Gustav, der kann ihm das richtig beibringen, weißt? Das ist doch sein guter Freund. Ja, glaubst du das, der Gustav? Aber natürlich, hörst du. Der Gustav, das ist ein energischer Mensch. Der hat ein festes Auftreten. Guten Abend, Herr Gustav. Oh, guten Abend. Guten Abend. Ja. Es ist nett, dass ich Sie noch sehe. Warum haben Sie denn keine Schuhe an? Ich? Ja. Ach so, bitte, das hat der Arzt verordnet. Er hat nämlich gesagt, wenn ich schon den ganzen Tag in den Schuhen herumlaufe, soll ich wenigstens in der Nacht ohne Schuhe gehen. Was, auf der Treppe? Ja, im Bett gehe ich ja nicht. Herr Gustav, kommen Sie noch einen Sprung zu mir rein. Na, ja, bitte, kommen Sie. Ja, kommen Sie. Ich habe Ihnen schon einen starken Kaffee vorbereitet. Ja, bitte, gnädige Frau. Vielleicht keinen Kaffee. Ich habe es eben im Geschäft einen getrunken. Ja. Zu viel Kaffee vertrage ich nicht. Mein Herz ist... Was, Ihr Herz? Ja, ich habe... Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie so ein schwaches Herz haben. Ich habe ein furchtbar schwaches Herz. Und Herzklopfen habe ich. Ich sage Ihnen, gnädige Frau, manchmal klopft es bei mir, da laufe ich zur Tür, nachschauen, wer draußen ist. Niemand ist draußen. Das war mein Herz. Oh. Ja. Dann werden wir etwas anderes trinken, ja? Ja? Etwas, was für Ihr Herz anregend ist. Hm? Naja. Was ist? Wein, Likör, Cognac? Wein, bitte, Wein. Mhm. Cognac trinke ich eigentlich nur, wenn ich eine starke Grippe habe. Dann nehme ich meine Flasche ins Bett und wecke sie. Die Grippe? Die Flasche. Franz! Ja? Ja? Was? Ich möchte dich was fragen. Ja, was? Ja, mitten in der Nacht? Was? Ja. Du, was würdest du sagen, wenn du plötzlich $20,000 kriegen würdest? Ja, was heißt, deshalb wächst du mich auf? Ja. Ja, weißt du, ich habe so einen komischen Traum gehabt. Mir hat geträumt, dass mir jemand $20,000 geschenkt hat. Ja, also träum weiter und schlaf. Sowas. Sag mal, interessiert es dich gar nicht, wer mir die $20,000 geschenkt hat? Der Kaiser Josef. Nein, dein Bruder Ferdinand. Was? Du träumst von Ferdinand? Aber nein. Nein, das heißt, du zum ersten Mal, seit wir verheiratet sind. Das genügt, na gut. Weißt, das war alles so verschwommen. Ich glaube, er war es gar nicht. Das möchte man auch ausgebeten haben, nicht wahr? Der Ferdinand hat in meiner Wohnung nichts zu suchen. Nicht einmal im Traum. Schütz sie aus. Was ist denn, Babschi? Warum schreist du denn so? Ich schrei nicht. Und wenn ich schreie, geht sich das auch nichts an. Du bist noch viel zu jung, als dass du mich schreien hören kannst. Du hast zu schlafen. Ich hab ja geschlafen. Du hast mich aufgeweckt. Sag mal, Babschi, was würdest du sagen, wenn du plötzlich $20,000 bekommen würdest? Grüße. Was heißt das? Was heißt das? Was? Na, ich hab geträumt, dass uns der Onkel Ferdinand $20,000 geschickt hat. Und die auch? Ich verbiete euch solche Träume. Jetzt geh. Leg dich nieder. Schlaf. Du auch. Damit ihr wisst, was ich mit den $20,000 machen möchte. Zurückschicken, Tennessee. Zurück. Auf hellem Pfennig. Rüber. Jetzt haben wir meinen Schädel auch noch an. Nur, dass wir den Ferdinand. Wirklich gemütlich haben Sie es hier, sehr gemütlich. Ja, Prösschen. Prost, gnädige Frau. Och, gnädige Frau, sagen Sie doch Frieda zu mir. Das kann ich nicht. Versuchen Sie es doch mal, ja? Sagen Sie mal Frie. Frie. Ja, und jetzt da. Da. Und jetzt das Ganze zusammen. Wieso? Ach so,
Frieda. Na, das geht doch wunderbar. Prost. Prost, Frieda. Prost, Gustav. Ausgezeichnet, der Wein. Ja? Wollen wir nicht ein bisschen tanzen? Tanzen? Ich bin aber kein guter Tänzer. Ach, Sie sind bestimmt ein großartiger Tänzer. Bitte. Darf ich bitten? Gib mir deine Hand. Schau mir in die Augen mit dem süßen Blick. Sie haben eine sehr süße Stimme. Ja, ich war früher bei der Operette, da hätten Sie mich erleben sollen. Ich war eine lustige Witwe, sage ich Ihnen. Ja, das sind Sie ja heute noch. Ja. Sogar eine sehr lustige Witwe. Ich habe früher auch Theater gespielt. Ja? Ja, als Piccolo, bei einem Dilettantenverein. Da habe ich einmal einen Schmuggler gespielt, einen gefährlichen. Bin auf der Bühne erschossen worden. Oh. Und haben Sie gefallen? Nein. Das Publikum hat gesagt, schade, dass man den nicht schon vor der Vorstellung erschossen hat. War wirklich sehr, sehr gemütlich. Fühle mich sehr wohl hier. Ja, so gemütlich können Sie es immer haben, wenn Sie nicht so ein eingefleischter Junggeselle wären. Oh, ich denke da gar nicht an mich, aber wenn man so viele Enttäuschungen hinter sich hat wie ich, dann sehnt man sich nach einem guten Menschen. Ja. Haben Sie nie daran gedacht, zu heiraten? Ich? Ja. Naja, früher schon. Wie ich noch jünger war, habe ich oft gewünscht, eine Frau, eine verwandte Seele, die mich richtig versteht, die mir die Sorgen verscheucht, die mich beim Nachhausekommen auf die Stirne küsst und die mir die Socken stopft. Aber heute was? Ja, entschuldigen Sie mal. Sie sind doch ein Mann in den besten Jahren. Ja, Sie haben eine imposante Erscheinung. Und Sie sind ein wundervoller Mensch. Wirklich? Ja. Hätte ich Ihnen sonst meinen Neffen anvertraut? An den Piccolo im Kaffeehaus, ja. Ach, jede Frau könnte sich glücklich schätzen, wenn sie heiraten würde. Marie, was ist denn mit dem Kaffee? Oh, bin schon da. Bin schon da. Ich warte schon eine halbe Stunde. Mein Gott, ich muss ja da ins Geschäft. Ich kann ja nichts dafür, Franz. Mir ist die Milch übergelaufen. Ah, Herr, du bist überhaupt sehr zerstreut. Das muss ich da schon sagen. Das frische Hemd hast du mir nicht bereitgelegt. Die Socken habe ich nicht gefunden. Dann lass die Milch übergehen. So warst du nie, seit wir verheiratet. Sieh da! Was ist? Oh, mein Gott, sowas habe ich noch nicht gesehen. Verbrennt hast mich. Aber gespittig, der Kaffee ist doch nicht heiß. Was denn ist er? Lau, das kann doch jeder bestätigen. Morgen. Ja, guten Morgen, Schatz. Morgen. Grüß dich gut. Ist der heiß. Was ist gar nicht heiß, ist er. Lauwarm, lau. Die Mutti hat gesagt, er ist lau. Kaffee ist miserabel. Also dir passt heute gar nichts. Was? Wieso kannst du sagen, mir passt es? Es passt mir nicht, dass du mir sagst, es passt mir nicht. Lass dir kurz. Bitte, wo hast du das? Wie ich die Mutter abgeholt habe, habe ich hier nicht gepfiffen. Uhuhu. Und die Mutter hat auch nicht gehuhut. Ich muss gehen, der Kurt bringt mich ins Büro. Ja. Grüß Gott, Mutter. Servus, Babschi. Grüß dich Gott, Mutti. Servus, Babschi. Weg ist sie. Und immer sitzt mir allein da. Immer beim Frühstück. Nie ist sie da. Du hast heute eine Laune. Naja, und? Wundert dich das? In der Nacht wächst du mich auf, erzählst mir deine Träume. Dann hau ich mal einen Schellen an, dass ich glaube, ich direkt eine Nuss habe ich am Kopf, so eine Tippe in der Früh finde ich nichts. Dann kommt der Kaffee zu spät, dann geht er die Milch über und dann sagst du, es passt mir nichts. Hm. Kaffee ist nicht zu trinken. Warum denn? Es ist kein Zucker drin. Ja, warum sagst du das nicht gleich? So. Nur nicht so heftig. Marie, nicht wahr? Nur nicht so heftig. Ich bin auch nicht heftig. Na bitte. Tja. Und das Mädel lässt sich immer abholen. Von Architekten. Was hast du denn eigentlich gegen den Kurt? Gegen Kurt habe ich gar nichts, nicht wahr? Aber gegen seinen Bruder, gegen den Oswald, den Gymnastiklehrer. Nicht genug, dass er Absichten hat auf die Emke. Emke? Was? Auf die Lemke.
Aber du hast Emke gesagt. Red doch nicht, auf die Lemke, die Tante von unserem Piccolo, nicht wahr? Und der laucht doch ununterbrochen nach, die will er doch heiraten. Na ja, lass sie doch, was geht denn das dich an? Natürlich geht's mir was an, weil ich sie mit meinem Freund verheiraten will. Mit dem Gustav, nicht wahr? Und der liebt sie wirklich. Und außerdem bitte macht er Propaganda gegen den Kaffee. Und das ist existenzschädigend, ist das, nicht wahr? Was ist das mit dem Futter? Moment. Schau. Was ist das? Das hätte man aber schon machen müssen. Du hast mir ja nichts gesagt. Na ja, aber das muss man von selber verstehen. Nicht? So. So. Komm. Na, also. Das ist schon drin. Ja. Schau. Nicht mehr. $20,000. Und du glaubst wirklich, dein Mann, der Chefs, der würde das Geld zurückschicken? Ja, aber ganz bestimmt. Ich habe schon letzte Nacht versucht, das ihm beizubringen. Ja? Bin aber gar nicht zum Reden gekommen. Ach, das wäre direkt eine Sünde, schon wegen der Mütze. Natürlich. Aber er hört ja gar nicht auf mich. Er hat doch so ein Ehrgefühl. Ehrgefühl hin, Ehrgefühl her. Sowas hört sich heutzutage schon bei $5,000 auf. Geschweige denn bei 20.000. Na, ich werde mit ihm reden. Ja. Man muss es ihm natürlich nach und nach beibringen. Ja. Nicht alles auf einmal. Ich werde den richtigen Weg schon finden. Ja. Und morgen kommst her, dann sage ich dir, wie weit ich bin. Ja, bitte. $20,000 zurückschick, meine. Das ist schon nicht mehr Ehrgefühl, das ist schon deppert. Hoffentlich erfährt mein Mann nicht, dass ich bei dir gewesen bin. Aber wo? Es hat dich doch niemand gesehen. Aber wenn du willst, komme ich lieber morgen zu dir. Natürlich, wenn dein Mann nicht zu Hause ist, kann nichts passieren. Hoffentlich nicht. Oh, Christian Frieda. Für Sie, Frau Lemke. Hä? Lemke? Herr Franz, kann ich ein Wasser haben? Wasser, ja, natürlich. Bitte. Fritz, hallo! Na, hörst du nicht? Das soll ich vielleicht Herr Lemke sagen? Was ist denn los? Du sollst nicht immer fragen, was los ist. Nicht wahr? Bitte, hast du zu sagen. Los ist, weißt du nicht, dass jeder Gast Anspruch auf ein Wasser hat? Ach, ich wusste nicht, dass die Dame ein Jast ist. Sag mal nicht immer solche Antworten, nicht wahr, wenn ich dich was frage, hast du zu sagen, ja, Herr Ober, oder nein, Herr Ober. Verstanden? Na klar, Mensch. Sag mal nicht immer Mensch. Ja. Bitte, kümmere mich um Entschuldigung. Bitte verzeihen, aber der Busch, der macht mir fertig. Seit drei Wochen spielen wir die Partie, jetzt wissen verzeihen, wir nicht, bitte, verzeihen, wie sie steht. Verzeihen, da ist der Turm gestanden. Aber lass doch. Aber der Turm war da, da war der Turm. Der macht die besten Gäste verliert man durch den... Jeder Gast hat Anspruch auf ein Wasser. Wie oft habe ich das gesagt? Ich hab's nicht erzählt. Auf dich hier kommt auch ein Wasser. Mein Gott, na. Hallo, was ist mit Wasser? Da her. Ja, einmal anrollen. Ich vier. Wo sollen wir das hinstellen? Na wo? Wo Platz ist? Da. Da! Ah! Was ist das denn? Ah. Entschuldigung. Ja. Der Turm. Da war der Turm. Der Turm. Der Köscher! Ja, daher. Ja. Da. Bitte darf ich hin, Richard? Bitte sehr. Wollen wir einen Herr Platz nehmen? Ja. Bitte vielleicht. Schöner Fensterplatz wäre hier. Bitte sehr. Aha, bitte hier. Moment. Danke. Bitte sehr. Fritz! Pass auf. Du wirst jetzt diesen Herrn bedienen, damit du mal was lernst. Traust dich. Oh, klar. Traust dich? Klar. Nur ist gut. Also höflich, nicht wahr? Hm. Haltung, ne? Nicht so, die Nase in der Hebe, wie du immer. Okay. Okay. Was soll's denn sein? Was ist denn? Na, was zu nehmen werden? Ein Kaffee und etwas dazu. Ja, was dazu? Und was nimmt man schon zum Kaffee? Das weiß ich doch nicht. Vorher ist dann war einer da, der hat Datteln dazu genommen. Das muss ein Narr gewesen sein. Schon möglich. Bitte, Onkel, bitte schön. Danke. Piccolo! Was gibt es für Torten? Es gibt Nusstorten, Punschtorten, Dubaschtorten, Obsttorten, Sachertorten. Ah ja, dann bringen Sie mir eine Sachertorte. Haben wir nicht. Was? Sie haben doch eben gesagt, dass es Sachertorten gibt. Naja, aber nicht bei uns.
Was? Sie haben mal gefragt, was das für Torten gibt. Ne? Darauf habe ich gesagt, es gibt Nusstorten, Punschtorten, Dobberstorten, Obsttorten, Sachertorten. Und was gibt es bei Ihnen für eine? Gar keine. Hallo? Ober! 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 Bitte schön, bitte. Sagen Sie, was haben Sie da für einen frechen Piccolo? Verzeihen bitte, er ist nicht noch sehr jung. Na ja, dann lassen Sie nicht auf die Gäste los und bedienen Sie selbst. Aber wahrscheinlich sind die alle so faul und frech wie er. Verzeihen. Zahlen und meinen Mantel, ja? Bitte schön, bitte schön. Herr Franz, Moment, Moment, ja. Bitte sehr. So. Nimm mir den Schal auf. Ja, natürlich. Bitte sehr. Ja. Na, was ist denn da? Bitte schön, einen braunen haben wir hier. Nicht nur einen braunen. Ja. 4,50. 5. 4,5, besten Dank. 4,50, 5 und 5 ist 10. Aus dir wird niemand schöner Kellner werden. Nie. Soll ja auch ja nicht. Was? Kellner sowieso kein Beruf. Ah! Ich wollte viel lieber Automechaniker werden. Ja? Ja, ja. Na, da hättest du dich doch nicht aufhalten lassen. Wir hätten dich in Bern kennen. Für einen Piccolo bist du ja sowieso um die Hälfte zu lang. Du kehrst bis daher. Wasser, bitte. Wasser? Hörst du nicht? Das dritte Mal schreibt er schon wegen Wasser, der Professor. Ja, doch. Schmeiß nicht wieder die Figuren um. Ich werde mir Mühe geben. Ja. Gustl, was macht denn der schon da? Vorsicht! Oh, pardon, pardon. Ach, das ist nicht. Jetzt hat er den angeschickt. Das Schachbrett ist auch ganz nass. Der Turm stand da. Na, ich kann das sagen. Wenn das nicht der Neffe von deiner Witwe Lemke wäre. Ich bitte dich, ich bitte dich, lieber Franz, hör mal auf mit meiner Witwe, ja? Ich will den Namen Lemke überhaupt nicht mehr hören. Was ist denn passiert? Böse ist sie auf mich. Sie hat mich eingeladen zum Mittag und dann hat sie mich wieder ausgeladen. Warum denn? Weil sie eifersüchtig ist. Na. Ja, sie hat gesehen, wie eine Frau aus meiner Wohnung herausgegangen ist. War ganz harmlos. Naja, das kannst du doch sagen. Du kannst doch sagen, wer diese Frau war. Nein, das kann ich eben nicht. Nein, weil diese Frau verheiratet ist. Und ihr Mann darf nicht wissen, dass sie bei mir... Nein, also, mein Lieber, gar so harmlos ist es doch nicht. Ich schwöre es dir, es war vollkommen harmlos. Es gibt allerdings ein Geheimnis zwischen dieser Frau und mir. Aber von diesem Geheimnis darf der Mann nichts wissen. Es muss ein schöner Tipp sein. Meine Frau könnte kein Geheimnis haben, ohne dass ich es wüsste. Ja, bei dir ist was anderes. Du, Franz, pass auf. Eine Frage. Was würdest du dazu sagen, wenn dir jemand plötzlich... $20,000 schenken würde. Was? Was ist das? War so ein Traum von was mir. Was ist denn? Sagst du, was heißt denn? Haben denn heute Nacht alle Leute die gleichen Träume? Was ist denn, meine Herren? Nein, so laut. Der Herr Professor wird sich noch beschweren. Ich erzähl grad, mir brauchen Sie gar nichts zu erzählen, meine Herrschaften. Die Trotscherei wird hier bald ein Ende haben. Hier werden einige Veränderungen stattfinden. Was Veränderungen? Jawohl, ich werde das Kaffeehaus verkleinern lassen. Okay. Was das schöne Kaffeehaus? Ja, es ist egal. Für die paar Gäste, die wir haben, ist es viel zu groß. Ja? Den kleinen Raum, den verkaufe ich oder ich verpacke den größeren, den behalte ich mir noch eins, aber ich schaue auch, dass ich ihn wegbringe, dann werden mir zwei Ober zu viel sein. Also wer von euch beiden bleiben will, ist mir dann egal. Aber einer muss gehen. Na, jetzt wären wir soweit, was? Jetzt wäre es vielleicht ganz schön, wenn der Traum von den $20,000 in Erfüllung gehen könnte. Deiner vielleicht, meiner nicht. Wieso? Die meinen respektive der Traum von meiner Frau nicht. Warum? Ich habe geträumt, dass der Ferdinand $20,000 geschickt hat. Na, und die würde ich auf keinen Fall annehmen? Nie. Nicht einmal als arbeitsloser Kellner. Na ja, du bleibst doch da. Du hast Frau und Kind. Ich finde schon meine Post. Kommt nicht in Frage. Aber Gustav, du bist schon länger da, nicht wahr, als ich. Und nicht wahr, wenn einer geht, dann bin ich es. Naja. Wirst du was finden? Ich weiß schon was. Bist meine Bank. Ich weiß nicht wann und was. Und, sowas. Expresso. Ein Expresso nehmen. Nehmen Sie ja unsere Antwort. Expresso. Oberzahl! Ja. Da haben Sie nicht gehört, der Herr Professor will zahlen. Ja, ich hab's ja gehört. Müssen Sie gehen Sie ja, ich gehe ja doch, ich gehe ja. Mein Gott, sowas soll ich wegsehen. Ja, was ist denn? Sie wollen also wirklich diesen kleinen Teil da verpachten? Ja, ja. Das ist Ihnen ganz egal, was da für ein Geschäft hineinkommt? Mir ist egal, wie einer sein Geld verliert. Herr Chef, bleiben Sie mit dem Wort. Servus. Du, ich habe endlich für heute zwei Karten für den Eisrevue-Film bekommen. Auf fein. Um 9 fängt's an. Schau, Marit, das ist eine einmalige Gelegenheit. Ne?
Der Barnegel wird für das Lokal kein Haus verlangen. Und du hast dein Geld gut angelegt. Na ja, aber was wird denn der Franz sagen, wenn der auf einmal ein Espresso hat? Na, gar nichts wird er sagen, weil er es gar nicht erfahren wird. Und wenn das Geschäft einmal rennt, dann wird es ihm schon recht sein. Verstehst du denn das nicht? Ein Dickschädel muss man zu seinem Glück zwingen. Ja. Servus, Mutter. Ja, der Mietzi. Herr Gräbichl. Ich weiß schon alles. Ja. Du, Mietzi, pass auf. Der Panel will das Kaffeehaus verkleinern. Und da meint der Gustav, dass man aus dem kleineren Teil ein Espresso machen könnte. Für den Vater. Ohne, dass der Vater weiß, natürlich. Oh, großartige Idee. Das könnte dann der Kurt einrichten. Ein Bekannter von mir, der Innenarchitekt ist. Aber wer soll denn so ein Espresso führen? Na, ich natürlich. Ja. Meinen Posten muss ich sowieso aufgeben, nicht wahr? Ich würde natürlich das Geschäft führen, ohne dass der Franz weiß, für wen. Ne? Der soll vorläufig ruhig oben im Café Altwien bleiben. Mietzi, ich habe schon was gekauft. Ja? Ja, neue Vorhänge, das war das Dringendste. Schau, dort links. Oh, schön. Aber Mutter, das wird doch dem Vater auffallen, wenn wir plötzlich die Wohnung herrichten. Warte mal. Könnte man ihm nicht sagen, dass die Mietzel einen gut bezahlten Nebenberuf angenommen hat? So für die Abendstunden. Oh je, da wüsste ich was. Empfangsdame bei der Frau Susi in der Tanzschule. Die macht bestimmt mit, wenn ich sie sag. Ich lauf gleich hinüber. Also was ist, Marie? Machen wir die Sache mit dem Espresso, ja oder nein? Ja, gut, also wenn dir wirklich damit geholfen ist, du bist also meine Empfangsdame. Oh, fein. Jetzt habe ich aber auch eine Bitte an dich. Heute Abend haben wir ein Tanzfest im großen Saal. Es kommen eine Menge Leute. Könntest du mich nicht wirklich ein bisschen unterstützen? Heute Abend? Ich wollte eigentlich ins Kino gehen. Naja, sage ich halt ab. Kann ich von hier aus anrufen? Ja, in meinem Büro. Ja? Nein, Kurt ist nicht da. Hier ist sein Bruder. Bitte? Sie können nicht ins Kino gehen, Fräulein Mietzi. Und das trifft sich ausgezeichnet. Ja, Kurt kann auch nicht. Er hat etwas Besseres vor. Der Kurt... Etwas Besseres. Ja. Seine Gemeinheit. Kurt! Was ist denn? Habe ich dir schon gesagt, dass die Mietzi angerufen hat? Die Mietzi? Ja. Wann? Vorhin. Sie hat gesagt, dass sie mit dir nicht ins Kino gehen kann. Sie hat etwas Besseres vor. Etwas Besseres? Ja. Das hat sie gesagt? Ja. Mir direkt ins Ohr hinein. So eine Gemeinheit. Christi Hans. Bitte. Bitte vielleicht hier Platz zu nehmen. Die Frau, bitte nicht. Nicht hier, bitte. Die Dame hat die Masern. Was? Zu studieren. Ach. Da muss sie auch ihre Ruhe haben. Sie ist nämlich eine Medizinstudentin. Bitte, wenn wir die Frau mal mit der Leber etwas zu tun haben, mit der Hepatitis. Die kann sie. Das so. Kann sie sehr gut. Vielen Dank, ja. Was werden die Frau nehmen, bitte schön? Einen Mokka. Eine Mokka. Fritz, eine Mokka. Tag, Tante. Tag, mein Junge. Die Frau sucht den Gustav, nicht wahr? Hat sich ausgegustavtet, mein lieber Franz. Nee. Ich habe ihn erwischt. Bitte. Mit einer anderen. Bitte, die Frau, das Ganze ist ja ein Missverständnis. Oh, ja. Bitte, ja, es ist ein glattes Missverständnis. Oh, verzeih. Nein, Franz, bleiben Sie sitzen. Ja, bitte, wenn erlauben. Der Gustav hat sie ja sehr gern. Das hat er mir erzählt. Ja, er will ja nicht, dass es heißt, dass er sie wegen ihrem Geld geheiratet hat. Na Franz, was soll ich denn mit meinem Geld machen? Ich kann es doch nicht einfach wegen Gustav wegwerfen. Ja, gut, behielt das. Dort komm mal. Hier, Tante. Im Kaffeehaus gibt es keine Tanten, im Kaffeehaus gibt es nur Gäste, nicht wahr? Jawohl. Na also, ich muss da merken. Sind Sie gefragt, der Gustav ist ein Mensch, bitte, den müsste man direkt zu seinem Glück zwingen. Ah, ja. Glauben Sie das? Dabei könnte er es so gut bei mir haben. Ich würde Ihnen so ein kleines Kaffeehaus einrichten. Hm? Ein Kaffeehaus? Ja. Die Frau, nehmen Sie das. Das wäre zu haben. Das hier? Ja, bitte. Und ich könnte es führen für ihn. Und ihr müsst ja gar nichts wissen, der Gustav davon, nicht wahr? Und wenn er dann eines Tages hören möchte, was Sie für ihn getan haben, ja, da möchte er schon seine veralteten, dummen Grundsätze aufgeben. Franz, das Kaffeehaus ist zu haben? Das wäre zu haben. Ich überleg's mir. Bitte. Ja? Ja, da will ich gleich mit dem Chef, mit den Leuten reden, ja. Wie unverbindlich. Natürlich ganz unverbindlich. Ja, Franz, wunderbar. Ja. Was ist denn? Moment. Sie haben doch gesagt, dass Sie das Kaffeehaus verkaufen werden. Ja, der große Teil ist nur mehr zu haben. Mit den anderen ist schon jemanden im Wort. Ja, der große Teil ist zu haben. Also, ja. Da bleiben Sie mir da im Wort mit dem großen Teil.
Na ja, bitte schön. Nur so bitte, dann ist es abgemacht, ne? Ja, ja, gut. Ja, bitte sehr. Wiedergott, damit. Die Frau. Ja, er bleibt uns in Wort. Ja, Franz, ja. Ich sag Ihnen heute Abend verbindlich Bescheid, bitte, ja? Dieses bitte. Geld für den Mocker. Ich will jetzt gehen, ich möchte dem Gustav nicht in die Arme laufen. Ich weiß nicht, wo er steckt. Nein. Ja. Müsst schon längst da sein. Geh, wie holst du die Jacken? Seid ihr nicht ganz so verblödet? Mein Gott. Das ist ja ganz ein lieber Kerl. Bissl. Also, wiedersehen, Tante. Wiedersehen, mein Junge. 40.000. Vorläufig, ja. Das andere lassen wir noch da. Ja, das andere lassen wir noch da, bitte. Unterschrift, ja, bitte, hier. Wo ich, ja? Da. Da? Bitte, danke. Gut, bitte. Und wie soll ich Ihnen den Betrag geben? Bitte da gleich auf die Hand her. Ich meine, in welchen Noten? Also, in Tausenden. 10, 20, 30, 40. Danke. Hallo, hallo. Was ist denn? Wohin gehst du? Ich hau jetzt ab, ist doch schon zwei durch. Was? Ja, zwei durch schon. Ja. Zwei durch. Das, zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben. Wie ich Piccolo war, war ich den ganzen Tag im Geschäft. Da haben Sie aber viel Spaß versäumt. Wiedersehen. Herr Franz, zahlen. Bitte. Bitte schön, Herr Hofrat, haben Zahlen gewünscht. Ja, ich habe einen Kaffee. Ja, für 50. Und eine Semmel. 5 Schilling. Mit gewöhnlich, bitte. Oje, jetzt habe ich mein Portemonnaie vergessen. Spielt keine Rolle, werde Herr Hofrat morgen bezahlen. Oder? Ja, aber wenn ich bis morgen gestorben bin. Macht auch nichts. Ja, nein, pardon, ich meine, es ist 5, Verzeihung, nicht wahr? Ich meine, es ist ja wie 5 Schilling. Danke schön. Bitte sehr, ja. Wiedersehen. Bitte schön. Auf Wiedersehen, Herr Hofrat. Tschüss, Herr Hofrat. Kompliment, ja. Na, endlich. Okay, ich sitze ja schon auf den Ohren. Die Marie wartet mich zu Hause für ein Essen. Auf. Na ja, das ist so spät. Ist schon. Wo warst du denn so lange? Na ja, ich habe noch etwas zu erledigen gehabt. Für einen sehr guten Freund von mir. Ja, ja. Das ist interessant. Ich habe auch etwas erledigt für einen sehr guten Freund von mir. Okay. Neugierig, ob er es überhaupt bemerkt. Sagen Sie, Gustav, ja? Für wen wollen Sie eigentlich das Lokal kaufen? Hä? Ja, für einen guten Freund von mir, der aber nicht in Erscheinung treten will. Aber Herr Barnigl, ja? Ich muss darauf aufmerksam machen, der möchte da drin einen Espresso eröffnen. Das ist mir ja wurscht. Ja? Da wird sich höchstens der ärgern, der die andere Hälfte kauft, was? Das ist mir wieder wurscht. Ja. Prost. Prost. Sagen Sie, Gustav, na und wie ist es mit der Anzahlung, hä? Anzahlung? Ja, also bitte, sind vielleicht 10.000 Schilling genug? Nein, zu wenig. Ja, wenn Sie 12.000 sagen würden... Bitte schön, bitte. Ich meine, ist es auch zu wenig. Ja? Bei 15.000... Bitte, einverstanden. Nein, mein, wenn Sie zu die 15.000 noch 3.000 dazu... Sind 18.000, oh, ja, bitte. Aber um 20 ist es zu machen. Bitte schön, 20, ja. Herr Barnigl, bitte schön, ja. Das sind 20.000 Schilling, ja? Ja. Und den Vertrag machen wir morgen beim Notar, ja? Ja. Ja. Aber Herr Barnigl, ja. Bitte, es darf kein Mensch etwas davon erfahren. Ja, ja. Auch der Franz nicht? Nein. Na schön. Stimmt. Also, Prost. 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 Barry? Ja, Franz, bist du da? Was ist denn? Was ist das? Oh, Vorhänge. Ja, das ich. Was sind das für Vorhänge? Ja, gefallen sie dir? Ja, das ist ja uninteressant. Wo hast du das denn her? Gekauft. Was gekauft? Für was? Ja, die Mitzi hat jetzt eine neue Stellung. Wieso? Ist sie weggekottert? Nein, für die Abendstunden. So nebenberuflich, weißt du? Ja, die werden sehr gut bezahlt. Wir werden uns jetzt überhaupt ein bisschen mehr leisten können. Du schau, eine neue Tischdecke habe ich auch. Gefällt dir das Bett? Ja, der Fabschi. Mitzi, halt ein bisschen, warte ein bisschen. Was ist das für ein Gerät? Was? Gekauft habe ich mir's. Ja? Sie hat einen Vorschuss bekommen auf den neuen Posten, gell? Ja? Ja. Ein Vorschuss? Na, das muss aber ein sehr feiner Posten sein, wenn man sich gleich von ersten Vorschuss so viele Sachen kaufen kann. Ne? Und in den Abendstunden musst du kommen? Um 11 bin ich ja wieder zu Hause. Ja, sie ist in der Tanzschule Susi. Als Empfangsdame. Dame, was? Ich brauche keine Dame. Ich brauche keine Dame. Wer ist das überhaupt? Die Susi. Wer ist das? Eine Bekannte von mir. Ja? Und da musst du in so einem Kleid dort arbeiten?
Nur heute Abend, weil ein Fest ist. Ah, na ja, so ist es. Ein Fest ist, nicht wahr? Da kommt halt der junge Freund auch hin, der hier Architekt. Nein, Babschi, der Kurt kommt nicht. Mitzi, lüg mich nicht an. Du weißt, du hast mich noch nie beschwindelt. Ich beschwindel dich jetzt auch nicht, Babschi. Ich schwöre dir, der Kurt kommt nicht. Nun ist gut, also dann bringen wir die Suppen. Ja. Fräulein Susi, darf ich Ihnen meinen Bruder Kurt vorstellen? Sehr freut. Das ist meine Freundin Mitzi. Mitzi, komm her. Darf ich vorstellen? Herr Melzer, meine Freundin Mitzi. Ich glaube, wir kennen uns bald. Ich wüsste nicht, woher. Bitte? Sein liebes Mädchen, die Mitzi, nicht wahr? Sehr lieb. So, es ist heute wieder ein Betrieb. Na, ja. Ich sag's halt immer, man müsste ein Espresso haben. Oder ein Kaffeehaus. Ja, natürlich. Müsste es anders geführt werden, ne? Modern. Na, ja, dann möchte ich das schon zeigen. Robert, zahlen! Okay. Zahlen, bitte sehr. Was studieren wir denn da? Knochenbrüche, Frakturen. Ah, Knochenbrüche, Frakturen, aha. Das habe ich auch einmal gehabt, als Kind. Eine doppelte Fraktur. Meine Eltern haben mich mitgenommen aufs Land zu meiner Tante, die hat in der Waldeck hat sie ein Häuserl gehabt. Also es war ein Rohbau, nicht? Und wie Kinder schon neugierig sind, haben wir gedacht, das geht rauf in den ersten Stock mit der Aussicht, nicht? Ich mach die Balkontüre auf, tritt hinaus und... Na und? War kein Balkon da. Ja, ist denn runtergefallen? Ja, ja. Da müssen Sie aber ganz schön wehgetan haben. Na ja, beim Runterfallen eigentlich nicht. Na, ja? Nur beim Ankommen. Doppelte Faktura. Auf Wiedersehen, Ingenieur. Gute Nacht. Gute Nacht, du Stein. Ein Kompliment, Herr Ritzmeister. Auf Wiedersehen. Ihr Kellner habt für jeden einen Titel. Ja, und wenn einer gar nichts ist, sagen wir halt Direktor zu ihm. Gute Nacht, Gustav. Gute Nacht, Herr Direktor. Oh, Verzeihung. Was ist denn dran? Ich hab gesagt, wir sollen Schluss machen. Machen wir Schluss. Ja, natürlich. Herr Franz, ich habe es mir überlegt. Ja? Ich kaufe das Kaffeehaus, ja? Frau. Ich bringe Ihnen morgen das Geld zur Anzahlung. Sehr schön. Bis morgen. Das ist eine wunderbare Frau. Das ist lieb. Das ist lieb. Was ist denn mit dir? Du bist ja so gut aufgelegt. Ich weiß nicht. Ich bin glücklich. Ja? Ich bin auch glücklich. Ja, der Gustl, geh mal auf ein Viertel rein. Ja, ich geh schon gerne. Bitte, ich lade dich ein. Nein, zahl du. Nein, bitte, das, bitte. Wenn du mein Cafetier bist, dann zahlst du. Ich? Ja. Ein Cafetier? Ja. Dann bist du eher Espresso-Besitzer. Der hat einen Zorn. Der hat einen Zorn, was hat er denn? Prost, Franz! Servus! Heute bin ich so glücklich, die ganze Welt kennt ich. Hallo, Fräulein, kommen Sie her. Einen Liter für die Musik. Bitte. Franz, ich kenne dich ja gar nicht wieder. Du hast die Allure wie ein Graf. Nein, das nicht, aber weißt du, wenn man sein ganzes Leben lang ein armer Hund ist, ja, nicht wahr, und da hört man plötzlich, dass es einen anderen, ja, den man gern hat, nicht wahr, und der auch sein ganzes Leben lang, ja, ein armer Hund war, ja, dass es den vielleicht plötzlich besser gehen könnte. Ja. Nicht wahr, wenn man das hört. Das freut mich. Das glaube ich. Das freut mich. Also merkwürdig. Mir geht halt genauso. Ja. Was? Wer ist denn der von dem, das du sprichst? Ein Freund, ein guter Freund. Also? Und der Deinige? Der Deinige? Ist auch ein sehr guter Freund von, ja, mir. Prost. Prost, ja. Ja, Prost, meine Herren. Prost. Haben die Herren vielleicht einen Wunsch?
Kennen Sie das Naserl? Naserl, ja. Naserl. Ja. Das singst von Anfang, komm. Nein, das singst du. Na, nein, schon. Bitte. Aber nein, Gustav, du hast es bestellt. Der Herr singt. Wenn ich wohin komm, schau mich alle an. Ich frag mich selber, was ist an mir dran? Ein Blick ins Spiegel bringt mich gleich darauf. Mir scheint, ich fall ein bisschen auf. Mein Nase ist so rot, weil ich so blau bin. Ich trink heute für mein Leben gerne Wein. Und wenn ich auch vielleicht schon etwas grau bin, der Wein, der lässt mich jung und fröhlich sein. Und nimmt an meine Nase jemand Anstoß, dann lade ich ihn gleich auf ein Flascherl ein. Und wenn ich mit dem Glaserl mit ihm anstoß, dann trinkt er auch wie ich so gern den Wein. Wenn ich glückselig wandere nach Haus, dann weichen mir gleich alle Autos aus. Ich sehe einfach nur den Grund darin. Ich glaub, die glauben, dass ich ein Stopplicht bin. Mein Nase ist so rot, weil ich so blau bin. Ich trinke halt für mein Leben gern den Wein. Und wenn ich auch vielleicht schon etwas grau bin, der Wein, der lasst mich jung und fröhlich sein. Und nimmt an meine Nase jemand Anstoß, dann lade ich ihn weg auf ein Flaschelein. Wenn ich mit dem Naserl mit ihm anstoß, dann trinkt er auch wie ich so gern den Wein. Gib ihm noch einen, gib ihm noch einen. Aber ja, da. Und das Ganze. Prost, Herr. Auf dein Wohl, Franz. Nein, auf dein. Nein. Jetzt einmal auf. Nein, auf dein spezielles Wohl. Und auf das Wohl der Familie. Ja. Eigentlich bin ich ein Rabenvater. Wieso? Ja. Ich sitze da beim Wein und zu Hause liegt meine arme Frau bloßfüßig im Bett. Und meine Tochter muss einen zweiten Beruf annehmen. Was, einen zweiten Beruf? Ja. Die Mietzen? Ja, diese ja jetzt in den Abendstunden. Eine Dame. Was ist sie? Eine Empfangsdame. In, so. Im Ding, in der Tanzschule Susi. Du, und ja. Brav. Aber die ist so brav. Ja. Bitte vom ersten Vorschuss hat sie gleich eine Vorhänge gekauft. Tischtuch. Das ist aber sehr ja. Von du, das Wort. Was? Na? Mir holt sie ab. Okay, was wollt ihr denn? Was? Ist ja schon zu spät. Woher? Bitte? Aber sie wird ja nicht mehr. Bitte halber elf. Ja. Um Dings, bis um elf muss sie dort bleiben. Ich telefoniere, dass wir kommen. Hoffentlich finde ich sie. Aber in Telefonbuch. Franz, bleibt da. Schau, bleibt da! Franz! Tanzschule. Susi. Ist das Tanzschule Susi, ja? Ja, wen wollen Sie denn sprechen? Das Fräulein Mitzi. Die Empfangsdame. Empfangsdame? Ja, na, hier gibt's keine Damen. Hier sind nur Mädchen, ja, viele schöne Mädchen. Sieh her, wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Ich bin der Vater von der Mädchen. So, Sie sind der Vater, das ist aber interessant. Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Na, das ist gut. Schöne Frechheit, schöne. Na, lieber. Keine Dame. Was? Keine Dame, ne was? Komm, zahlen. Ja, aber nein, meine Tochter sind in einer
sogar mit mir tanzen? Mit dir? Du hast dir für heute Abend etwas Besseres vorgehabt. Ich? Du hast das Besseres vorgehabt. Was ist denn? Was ist denn? Bitte, die geht hoch, ich hab mich auch nicht mehr. Da hast du's. Aber Franz. Halt, Sheriff! Hört's doch auf! Was ist das? Mir hast du gesagt, du bist hier als Empfangsdame angestellt? Und dabei lässt du hier herumschlagen? Was wie einen Fußball? Franz! Was? Ja. Aber lass mich gehen, du weißt, dass der Zeit. Sei ruhig, du. Weil wir wissen, wie einen verwunderten Vaterherzen zumute ist. Was ist denn hier los? Sir. Aber lieber Herr, was fällt dir denn ein? Für Sie bin ich nicht Ihr lieber Herr. Für Sie bin ich der Herr Franz Max Berger. Vater, das ist meine Chefin. Ja, na, da können Sie sich was drauf einbinden. Schöne Sachen lernen die Schüler bei Ihnen. Entschuldigen Sie, das ist Rock'n'Roll. So, ich hab's für Sie entschieden zu halten. Moment, die Dame steht unter meinem persönlichen Schutz, ja? Sie sind auch da. Franz, ja. Was? Aber lassen Sie ihn doch, lassen Sie, da kann ja nichts dafür. Trinkt Kaffee das ganze Jahr, regt das auf, das ist doch klar. Lieber aufgeregt wie ich, als so blöd zu sein wie Sie. Entschuldigen Sie, lieber Herr Maxenberger, das Ganze ist wirklich nur ein... Sie sind auch da. Und mir hast du geschworen, dass er nicht kommt. Und Vater, ich will dir ja alles erklären, schau. Ist ja gut, geh mal. Und mit dieser Dame, mit dieser Susi, hast du nicht mehr zu verkehren. Komm. Schau, Franz, bleib mir doch da. Aber was, lass mich. Heute bin ich das erste Mal auf etwas draufgekommen. Wer weiß, auf was ich da noch kommen werde. Nicht einmal zum Essen kommt das Mädel noch aus. Ja, sie muss doch eine Mittagspause haben, nicht? Schau, sie wird halt viel Arbeit haben. Ja, viel Arbeit, so wie gestern, nicht mal in den Abendstunden. Noch einmal soll sie mir zu dieser Susi gehen. Da kann sie was erleben. Ach, lass doch dem Mädel die Freude. Aber was Freude, das kann einem doch keine Freude machen, nicht wahr? In der Luft herumgewirbelt zu werden. Ja, ich werde energisch. Grüß dich, Gott, Babsch. Wo ist denn die Mutti? In der Küche. Na, dass du endlich da bist, Mitzel. Der Vater und ich, wir haben schon gegessen. Ja, ich kann nichts dafür. Ja, wo warst denn so lang? Mit dem Baby. Ich sag dir, Mutter, das Kind ist goldig. Es tut mir nur leid, dass ich es so selten sehen kann. Du, ich hab schon was Neues gekauft. Ja, warte ein bisschen. Ja. Oh, fein! Schön, was? Schnitzel, wenn nur der Vater nicht erfährt. Was habt ihr denn da zu wissen? Nix! Was? Ich muss gehen. Ich muss gleich wieder ins Büro. Dann hast du noch gar nichts gegessen? Er ist am Weg. Was habt ihr denn da vorhin von einem Kind geredet? Vorhin? Von einem Kind? Ja, ja. Nix haben wir geredet. Ja? Vorhin von einem Kind. Das ist ja merkwürdig, das ist sehr merkwürdig. Komm mal her. Was? Na ja, was? Bleibst du denn stehen wie angemalt? Was riechst du nicht? Was? Sehr merkwürdig. Mizi. Sie wünschen? Ich weiß gar nicht, was du hast auf einmal. Ach so, waren wir nicht gestern vor dem Kino verabredet und hast du mir nicht sagen lassen, dass du was Besseres vorhast? Ich dir? Du hast mir sagen lassen, du hättest etwas Besseres vor. Wer hat dir das gesagt? Mein Bruder. Und dir? Auch dein Bruder. Na, warte. Der soll was erleben, wenn ich nach Hause komme. Warum wird denn diese Wand da aufgestellt? Ja, das Kaffeehaus wird verkleinert, Herr Hofrat. Ja. Und dieser Teil ist schon abgegeben. Da ist doch nicht gescheiter gewesen, eine Mauer zu ziehen? Nein, Herr Hofrat, ist nämlich durchaus möglich, dass der neue Besitzer vielleicht später diesen Teil wieder dazu nimmt, oder? Und dann müsste die Mauer wieder abgerissen werden. Ja, also, was ist? Also bitte, ich bring die Anzahlung, die 20.000. Die 20.000. Sagen Sie, Franz, für wem kaufen Sie das Kaffeehaus, hä? Für einen guten Freund. Aber der will nicht genannt werden. Ja, nur, bitte uns, Herr Chef, Sie dürfen es auch niemandem sagen. Ja. Nicht, was ich will, das nicht. Nicht einmal den Gustav. Ja, die Zeiten haben sich sehr verändert, Herr Hofrat. Auch das Kaffeehaus, nicht wahr? Heute stürzen die Leute in Espresso in Mokka hinunter, dann springen sie ins Auto hinein und rasen davon, als ob sie Angst hätten, zu spät zum Zusammenstoß zu kommen. Ja. Ja, was darf ich trinken, Herr Hofrat? Wie gewöhnlich. Wie gewöhnlich. Bitte schön. Servus, Franz. Servus, Gustav Scheuer. Na? Die stellen schon die Wand auf. Na, was sagst du dazu? Hm? Ist fein. Du, Franz, heute bin ich den letzten Tag Ober. Ey, schau, ich brauche noch einen Hartfisch. Ich zieh's mal an, Frau.
Ja, ist schon fertig. Ja, Frau. Oh, danke schön. Gustl, du bist mir deinen Platz überlassen. Nein, ich hab dir schon einmal gesagt. Ich hab gesagt, ich bin den letzten Tag oben, weil ich bald Geschäftsführer sein werde. Es stimmt. Wieso weißt du das? Stimmt, ja, oder? Hat dir der Panikl was gesagt? Nein. Ich denk mir's. Ich hab was von einem Posten. Wo? In einem Espresso. Was ist denn das? Das kannst du doch nicht machen. Warum denn nicht? Schau, man muss vernünftig sein. Ne? Man muss mit der Zeit gehen. Schau, Franz, das Espresso ist heutzutage das Geschäft. Ne? Und wir zwei werden uns doch jeden Tag sehen. Denn das Espresso, in dem ich bald Geschäftsführer sein werde, das ist ja, das befindet sich da daneben. Was du? Da kommt ein Espresso, ne? Ja, na, was erschrickst du? Nein, das geht ja nicht. Ja, warum denn? Aber das ist doch eine Konkurrenz gegen das Kaffeehaus. Frau, wie kannst du sowas sagen? Schau, ins Espresso gehen andere Leute hinein, ins Kaffeehaus gehen andere Leute hinein. Gustl, schau, bitte, das Kaffeehaus, das Kaffeehaus, das gehört... Nach dem Barnigl, na ja. Und der hat doch gewusst, dass ein Espresso hineinkommt, wie er diesen Teil da verkauft hat. Der hat's gewusst? Ja. So ein Gauner. Was regst du denn so auf? Du wirst doch deine große Freude erleben an dem Lokal. Nie, bitte, wenn du ein Verräter sein willst, dann geh. Geh in dein geliebtes Espresso. Du Kaffee hast es an dir. Das sage ich dir, Gustl. Ich werde dagegen kämpfen, bis ich es zugrunde gerichtet habe. Was kämpfen? Ja, das schwöre ich dir. Dieses Lokal? Das schwöre ich dir. Also, Frau, da muss ich dir die volle Wahrheit sagen. Aber was? Weißt du, wem dieses Espresso gehört? Interessiert mich nicht. Das Espresso gehört? Das brauche ich gar nicht wissen. Wer es gehört, du kannst ihn jetzt schon sagen, so diesen Idioten, dass er sein Geld verlieren wird. Denn ich werde dagegen arbeiten, bis es hin ist. Du bist ein Dickschell, bist du. Du bist ein Renegat. Aber wieso Renegat? Ja, aus purer Freundschaft. Aus purer Freundschaft habe ich... Ich brauch keine Freundschaft. Schau, ich hab zwei Freundschaften. Franz, verzick dich. Ich will nichts mit. Lass mich. Mit dir kann man nicht reden. Mit dir kann man... Fritz! Was gibt's da oben? Was mag ich, wo bist du? Bist du da? Bist du da? Ja, komm her! Die Tante kommt! Die Tante soll sofort herkommen! Die Tante! Oh, jetzt kommst du wieder zur Mutti. Ich glaube, es tut dir beinahe leid, dass es nicht dir gehört. Ja. Ach, geh du bitte ans Telefon mit sie, ja? Ja. Tanzschule Susi? Ja? Gut, ich werde es ausrichten. Soll dem Fräulein Susi ausrichten, dass die kleine Huber nicht zur Stunde kommt. Jetzt sag einmal, du bist verheiratet, hast ein Baby und alle nennen dich Fräulein Susi? Ja, aus alter Gewohnheit. Ich habe da schon vor meiner Ehe die Tanzschule gehabt und da ist das Fräulein eben hängen geblieben. Und ist da dein Mann nicht eifersüchtig? Er ist doch so viel auf Reisen. Na und? Na ja, es kommen doch auch Herren in deine Kurse und wenn die dich Fräulein nennen, könnte es doch sein, dass... Aber geh, wir sind doch so glücklich verheiratet. Beruhigen Sie sich. So, setzen Sie jetzt. Also, was ist geschehen? Aber es ist etwas Entsetzliches passiert. Ich habe doch das Kaffeehaus für Sie gekauft. Das heißt eigentlich für Gustav. Inzwischen nimmt er einen Posten als Geschäftsführer an in ein Espresso, was hier nebenan eröffnet wird. Ja, aber Franz, da macht er sich doch selber Konkurrenz. Ja, natürlich, das ist ja mein Reden. Und dabei darf man den Gustav nicht einmal sagen, dass das Kaffeehaus ihm gehört. Sonst nimmt das ja gar nicht. Hey, was machen wir denn da bloß? Ich weiß nicht. Vielleicht macht der Panigl das Geschäft wieder rückgängig. Hm? Das heißt, ich frage ihn. Tanzi, was habe ich jetzt da gehört? Herr Panigl, ich möchte nur sagen, was? Nehmen Sie das wieder zurück, das Kaffeehaus. Nein. Wir haben uns das... Nein, ich bin ja froh, dass ich losgeworden bin. Aber laut Kaufvertrag haben Sie bis morgen den Restbetrag zu bezahlen. Ja. Wenn nicht, sehen wir uns ja bei Gericht. Ja, bitte, aber ich kann... Nichts, gar nichts, lassen Sie mich. Na, was hat er gesagt? Na, sagt er dem Zitzerik. Wir müssen es behalten, sagt er, sonst geht er zu Gericht. Gericht? Ja. Was machen wir denn da? Da gibt es nur eins, Frau, was ich mir schon einmal gesagt habe. Wir müssten den Gustav zu seinem Glück zwingen. Aber wie? Ja, wie ist er? Soll sich nur die Handel aufstoßen? Bitte, wenn er so ein Dickschädel ist, dann gebührt ihm nichts anderes. Aber das verstehe ich nicht, Franz. Bitte, Frau, bis jetzt war ich immer wie ein Lamperl. Ja, aber bitte wie ein Lämpchen. Wie ein Lamm.
Sie wurscht, ist ja wurscht, aber ab nun werde ich wie eine Bietamratte, werde ich das untergraben, dieses Expresser, dass es niederbricht. Wie bisher räumig in den Mutterschoß des Kaffeehauses zurückkehren wird. Verlassen Sie doch mich, Frau. Der Gustav kriegt sein Kaffee und Sie kriegen ihren Gustav. Ja, so steht die Sache. Er will das Espresso ruinieren. Dabei macht er sich ja selber Konkurrenz. Und wir dürfen ihm nicht einmal sagen, dass das Geschäft ihm gehört, weil er es uns gar nicht annimmt. Ja. Unsere alte Freundschaft ist draufgegangen. Die Frau Lentke ist böse auf mich. Und jetzt auch noch das. Ach, was machen wir denn nur? Aber da gibt's nur eins. Wer will das Espresso ruinieren? Wir müssen das Kaffeehaus ruinieren. Guten Tag. Oh, guten Tag, mein liebes Brüderlein. Mein liebes Brüderlein. Na, bin ich's vielleicht nicht? Aber natürlich. Aus brüderlicher Liebe wahrscheinlich hast du mir gestern den ganzen Abend verdorben. Hast der Mietzi erzählt, dass ich etwas Besseres vorhabe. Und hast mir erzählt, dass sie etwas Besseres vorhat. Genug von deiner brüderlichen Liebe. Hier hast du das Geld zurück, das du mir geborgt hast. Danke. Wo hast du das viele Geld her? Ich habe einen Auftrag bekommen. Ich baue einen Espresso. Schon mehr Leute da sein. Drüben ist es knüppeldicke voll. Ja, knüppeldicke voll. Naja, können Sie sich das erklären? Naja, drüben ist ein Espresso, nicht wahr? Und wir sind eben ein Kaffeehaus. Und bei uns setzt es spät rein. Dafür haben wir wieder die besseren Gäste. Na? Ah, ich weiß nicht, früher war das viel gemütlicher hier, diese Wandstürme. Herr Hofrat, wollen Sie schon gehen? So zeitlich? Sonst bleiben Herr Hofrat doch immer eine halbe Stunde länger. Ja, ich fühle mich hier fremd. Mein Stammplatz ist ja jetzt futsch. Aber es wird schon wieder wert. Bitte. Man muss sich nur daran gewöhnen. Bitte, Herr Hofrat. Danke. Bitte. Daneben, Herr Hofrat. Daneben. So, bitte. Ich schaue mir noch das Espresso an. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hoffentlich. Ah ja. Entschuldigung, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich der Apparat, der Musikapparat von dem Arm. Diese Box stelle ich mir gleich in Ordnung. Bemühen Sie sich nicht in Ordnung. Wir gehen anders. Meine Herren, bitte. Herr Gottschalk, bitte, meine Herrschaften. Das ist ein bisschen geduld, habe ich gestern sofort hinüber. Wir die Sache abstimmen mit dem Musikapparat. Ist ein Espresso da? Ja, ein Espresso. Nein, bitte, geh, okay? Aber schau nach, ob alles stimmt. Verguckt noch einmal. Eine Musik hat einen Platz. Ich habe ja einen Ruhe! Herr Hummel. Herr Franz, bitteschön. Sicher doch. Herr Franz, sind Sie mir nicht böse, wenn ich die nächsten Tage nicht komme, aber ich muss studieren. Na ja, aber das haben Sie doch früher auch immer hier getan. Ne? Die Hepatitis und die Appendix und alles und Trapp. Ne? Es wird zu viel Lärm hier, ne? Kann man nicht studieren. Sogar Ihnen gefällt es nicht mehr bei mir. Und doch, Herr Franz. Und ich komme ja auch wieder, wenn die Prüfung vorbei ist, ja? Auf Wiedersehen. Ja, schön. Und nicht bessern. Bitteschön. Ja. Ein toller Betrieb. Guten Tag. Ist noch ein Platz frei für einen gewesenen Chef? Hm? Wenn Sie wollen, kaufe ich Ihnen das Kaffeehaus wieder zurück. Um die Hälfte von dem, was Sie mir gegeben haben, ja? So ein günstiges Angebot. Ein Mokka, Illustrierte, ja? Heute bin ich Gast da. Entschuldigung. Was ist denn das? Ist ja alles leer? Ja, ja. Kein Gas? Ja. Einer ist da, der Paniker.
Aber der Gustav hat ja alle vertrieben aus seinem eigenen Kaffeehaus, ne? Und drüben ist es bumsvoll. Ja. Franz, kommen Sie schnell. Entschuldigung. Franz, drüben ist die Frau, die bei Gustav in der Wohnung war. Schauen Sie mal, ob Sie sie kennen. Schnell. Wo ist sie denn? Die neben Gustav. Jetzt ist sie weg. Oh, gut schaut er aus, der Gustav. Na ja, mit dem schwarzen Anzug. Er repräsentiert. Wäre eine gute Figur. Hab sie doch nicht rufen lassen, damit sie mir den Gustav bewundern, nicht wahr? Jedenfalls, die Frau ist ja, weg. Ist ja ganz wurscht, wer die Frau ist. Die Hauptsache ist, was machen wir jetzt mit dem Kaffeehaus? Wenn wir das Express ruinieren wollen, und das müssen wir, nicht wahr? Sonst bringen wir den Gustav nie ins Kaffeehaus wieder zurück. So müssen wir etwas ganz Besonderes bieten. Was Besonderes? Aber was denn? Ja, das weiß ich nicht. Da ist meine Musik zu Ende. Musik? Moment mal. Ich hab's. Wozu war ich so lange an der Operette? Herr Franz, wissen Sie was? Wir machen aus diesem Café hier ein echtes Wiener Liedercafé. Na? Sing's, das ist Wien. Das ist Berlin. Wir haben das liebe Süße. Und wir das ganze Wisse. Wir sind charmant und sagen küsste Hand. Und wir sind knallk einfach toll. Jawohl, jawohl. Jawohl. Was ist denn? Was machst du denn mit dem Hangerl? Mit wem? Was putzt du denn schon zusammen? Ach so, nun. Was ist denn? Was ist denn gehen? In die Viererloge rufst du die ganze Zeit. Hörst du das na, mein nicht? Na ja, was kann ich denn dafür? Na? Seit einer Woche ist jeden Tag der Rummel. Ja, da kommt ja natürlich, die soll ich die Gäste vielleicht wegschicken. Ja. Ich habe seine Ruhe mitgehören. Ich renn. Da hat er eine Geduld dazu. Da hörst du den Applaus? Ja. Das Kaffeehaus ist schon wieder ausverkauft. Na, wir doch auch. Ja, aber ja. So können wir das Kaffeehaus nie ruinieren. Und anders bringen wir doch den Franz nicht ins Espresso. Oh. Ja. Na, was sagen Sie, Herr Franz? War das ein Einfall von mir mit dem Lidl-Kaffee? Na, war eine wunderbare Idee, aber Chance ist Espresso geht ja auch so gut. Ah. Wenn das so gut geht, gehen wir den Gustav nie herüber ins Kaffeehaus. Das fürchte ich auch, das fürchte ich auch. Es gibt einen Schatz, wie kein Zweifel man findet. Der Schatz ist die Liebe zu deinem Kind. Meine Töchter zum Beispiel, die liebt den Papa. Ich trau mir's nicht sagen, aber mehr als Mama. Und was einmal kriegt in der Schule oder zu Hause, da bin ich schon böse, aber man hält's ja nicht aus. Denn ehe ich mich noch über sie hab beklagt, da hat's mich schon angeschaut, so lieb, und hat gesagt, geh, Vaterl, kränkst du das? Wenn auch nicht alles so geht, wie du's erwartet hast von deinem Kind. Schau nicht so traurig drein, geh, muss denn verzweifelt sein. Wenn man eine Dummheit macht, na, ist das ein Sinn? Geh, Vaterl, kränkst. Das ist ja noch nicht zu spät. Warum ist denn die Musikbox abgesperrt? Weil nebenan gesungen wird. Ein paar Minuten noch, dann werde ich wieder aufsperren. Kann man nicht. Schau, Vater, Bock hat es wieder gesehen. Wenn man halt jung ist, da ist man halt dumm. Sie ist wieder da. Wer? Die Frau, die bei Gustav in der Wohnung war. Kommen Sie schnell. Ja? Kommen Sie. Ja? Da ist sie.
Was haben Sie denn? Franz, Sie sind ja ganz blass. So sprechen Sie doch. Kennen Sie diese Frau? Wer ist sie? Meine Frau. Was? Ihre Frau? Ihre Frau war bei Gustav in der Wohnung, ohne es Ihnen zu sagen? Nein, nein, so schlecht kann es ja doch nicht. Und der Gustav? Ja, 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 es ist schon so. Ich habe sie genau erkannt. Sie hat denselben Mantel angehabt wie damals. Och, die beiden haben was zu verbergen, sonst wäre sie doch nicht damals so schnell davongelaufen. Und heute besucht sie ihn zum zweiten Mal im Espresso. Ich weiß schon, was ich mache. Sie wollen rüber? Nein, nein. Ich habe mich nur einmal aufgedrängt. Wie ich sie geheiratet habe, ein zweites Mal mache ich das nicht mehr. Ich gehe zu Hause, ich hole mir meine Sachen, ich ziehe aus. Franz! 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 Franz, machen Sie doch keine Dummheiten. Nein, 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 ich lasse mich scheiden. Aber sprechen Sie doch zuerst mit Ihrer Frau. Nein, nein, jetzt bleibt man nur mit meinem Kind. Baby. Ich sag der Mutter, das Kind ist goldig. Es tut mir nur leid, dass ich es so selten sehen kann. Wenn nur der Vater nichts erfährt. Wenn nur der Vater nichts erfährt. Wenn nur der Vater nichts erfährt. Nicht, dass die Kreuzung gesperrt ist? Ja, ja. Aber meine Tochter hat ein Baby. Na also, wollen Sie, dass das Kind den Großvater verliert? So, jetzt können Sie hinübergehen, Großvater. Ja, Großvater. Ja, wo ist er denn? Ist der Krantokus? Großvater hat er gesagt. Wo der Franz bleibt. Hoffentlich ist ihm nicht zugestoßen. Sein Gesicht hat mir ganz und gar nicht gefallen. Mir gefällt das Gesicht von der Marilyn Monroe auch besser. Franz, na endlich. Was gibt's? Wie war's alles? Meine Tochter hat ein Kind. Ein Kind? Ja. Und da sind Sie nicht früher drauf gekommen? Franz, setzen Sie sich, kommen Sie. Ja. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser, nein, ja? Nein, nein. Wie hätte ich denn drauf kommen sollen? Voriges Jahr ist sie 4 Wochen am Land gewesen, zur Erholung, wie es geheißen hat. Na, das fällt mir jetzt erst auf, dass mir meine Frau nichts gesagt hat. Oh, Ihre Frau. Ihr habt doch einen anderen Vertrauten. Aber jetzt mache ich reinen Tisch. Bitte, was verschafft mir das Vergnügen? Es wird für Sie kein Vergnügen sein, Herr Prediger, ja. Sie sollten sich verschämen, was Sie mit Ihrem armen Freund treiben. Was? Nicht allein, dass Sie ihm die Frau ausgespannt haben. Wussten Sie doch die Geschichte mit dem Kind? Mit was für einem Kind? Was für einem, mit dem Kind von der Mitzi? Was, die Mitzi hat ein Kind? Also, bitte tun Sie nicht so, ja? Sagen Sie mir lieber, wer der Vater ist. Ich? Was, Sie? Ich? Das kann nur der Kurt sein. Der Kurt? Dankeschön. So, jetzt weiß ich, wer der Vater ist. Ein gewisser Kurt. Und Kurt? Ja. Das ist der Architekt, der. Wer hat Ihnen das gesagt? Der Gustav, der hat's mir gestanden. Ah, der hat's gewusst? Ja. Der Gustav, ja, hat's gewusst. Nur ich nicht. Na ja, na, mir sagt man ja nichts, ich bin ja niemand. Franz!
Franz, wo wollen Sie denn hin? Jetzt will ich alles wissen. 4, 5, 6 und Alkohol bringt Kräfteschwund. 7, 8, 9 und was ist denn? Guten Abend, ich muss sprechen, bitte. Ich habe jetzt keine Zeit, bitte. Ja, ich muss unbedingt sprechen, bitte. Sie sehen, ich habe noch eine Übung zu machen. Also warten Sie in meinem Büro auf mich. Hände in die Hüften stützt, Turnen stets dem Körper nützt. Rechtes Bein und linkes Bein, Brust heraus und Bauch hinein, rechter Fuß und linker Fuß, Grundstellung und Schluss. So, meine Damen, das wär's für heute und wir sehen uns wieder am Freitag um 8 Uhr. Ich danke Ihnen. So, und jetzt zu Ihnen. Was wünschen Sie von mir? Ich möchte den Hochzeitstermin festsetzen. Hochzeitstermin? Ja. Wer soll wen heiraten? Ihr Bruder, meine Tochter. Mein Bruder? Ja, Sie sind doch sonst so ein moralischer Mensch. Oder hört bei Ihnen die Moral beim Kaffee auf? Oder haben Sie vielleicht auch ein Gedicht parat, das einem jungen Mann sagt, was seine Pflicht ist, wenn er ein Kind in die Welt gesetzt hat? Moment. Mein Bruder, ein Kind? Sagen Sie, was reden Sie da zusammen? Servus. Sie sind hier, Herr Maxenberger. Von dir hört man ja schöne Sachen. Du benimmst dich ja wie ein Lausbub. Entschuldige, was soll denn das? Du wirst sofort die Tochter dieses Herrn heiraten. Aber sofort! Die Mizi. Aber gern, sofort. Aber was soll denn das heißen, Lausbub? Weil man von einem Ehrenmann etwas anderes erwartet, als dass er ein Mädel unglücklich macht. Unglücklich macht, aber die Mizi und ich, wir sind doch sehr glücklich zusammen. Ja? Schauen Sie sich dieses Glück einmal an, wenn es ein Kinderwagen spazieren führt. Die Mizi? Ein Kind? Ja, wieso? Ich bitte dich, leugne nicht. Ich bitte dich. Ich habe wirklich keine Ahnung. Lüg nicht! Ich schwör's dir. Und Ihnen auch, bitte glauben Sie mir. Können Sie mir Ihr Ehrenwort geben? Mein Ehrenwort? Ja, ich glaube Ihnen. Ich muss Ihnen glauben. Ich kann mir schon denken, wie die Sache natürlich. Da hat die Mizi wahrscheinlich einen reichen Menschen kennengelernt. Und, deshalb auch das viele Geld, das meine Frau jetzt immer... Dann entschuldigen Sie bitte. Die Mizi. Wer hätte das von ihr gedacht? Hier sind die Schuhe für das Baby, blau mit weißen Maschern. Sehr süß. Dankeschön. Was gibt es Neues mit deinem Kurt? Ach, ich glaube, wir werden bald heiraten. Er hat schon den dritten Auftrag seit dem Espresso. Fein, da gratuliere ich dir. Übrigens erwarte ich jetzt seinen Bruder, den Herrn Oswald, zur Tanzstunde. Da ist es schon. Christian, pünktlich wie immer, Christian. Oh, pardon, ich habe nicht gewusst, dass ich Sie hier treffen werde. Störe ich Sie? Nein, gar nicht. Da kann ich Ihnen wenigstens gleich ausrichten, was mir mein Bruder gesagt hat. Nämlich, dass es aus ist zwischen Ihnen und ihm. Was? Ja, aus, restlos aus. Den Grund will, das heißt, kann ich Frau Fräulein Susi nicht sagen. Sie wissen ihn wohl selbst. Nichts weiß ich. Höchstens, dass das wieder so eine neue Intrige von Ihnen sein wird. Ich gehe sofort zu Kurt. Ersparen Sie sich den Weg, es ist vollkommen sinnlos. Eine Person wie Sie... Moment, Herr Melzer, das geht entschieden zu weit. Mitzi ist meine Freundin. Leider. Ich glaube, es ist besser, wenn wir die Tanzstunde heute lassen. Wenn Sie nämlich, Fräulein Susi, das über diese Dame wüssten, was ich weiß, dann wären Sie meiner Meinung. Auf Wiedersehen. Was weiß er von mir? Wir sind charmant, dank ist die Hand. Und wir sind knark, einfach toll. Jawohl! Doch schon. Nein, ich kann nicht mehr, ich kann nicht. Oh, reißen Sie sich doch zusammen. Sind Sie ein Mann? Das ist doch im Interesse unseres Geschäftes. Vater, kriegst du nicht, wenn dann nicht alles so geht, wie du es erwartet hast, von seinem Kind. Schau nicht so traurig drein und
musst nicht verzweifelt sein. Wenn man eine Dummheit macht, ist das kein Sinn. Geh, Vater, kring dich nicht. Es ist ja noch nicht zu spät. Was auch geschehen ist, frag nicht warum, immer nur brav sein. Kann man denn nicht? Nein. Was ist denn mit den Frauen los? Herr Franz, machen Sie doch auf! Mitzi, wein doch nicht. Schau, ich habe den Kurt schon angerufen. Er hat versprochen, dass er gleich da sein wird. Guten Abend. Sie wollten mit mir sprechen? Ja, vielleicht können Sie damit eine Erklärung geben. Erklärung ist gut. Ich wüsste nicht, was es da noch zu erklären gäbe. Hätte ich gewusst, dass die Mitzi da ist, wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Guten Abend. Kurt! Kurt! Alles geht schief, seit wir das Geld haben. Mit der Mutter kann man auch nicht mehr sprechen. Sie hat nur noch das Espresso im Kopf. Ich gehe zum Vater. Das ist der Einzige, der mich versteht. Und dann hat er aufgehört zu singen und hat sich im Büro eingeschlossen. Und der Glover, der singt nicht so leicht wieder. So duft ist der Laden gegangen. Nun werden sich die Äste verlaufen und der Kaffee ist ruiniert. Ruiniert? Und das ist das eigentlich, was ich immer haben wollte. Ha? Warum hat er denn aufgehört zu singen? Ja, das weiß ich nicht. Plötzlich hat er geweint. Was, geweint? Ha? Da muss ich rüber. Was ist denn los mit dem Franz? Ich weiß es selber nicht. Er hat sich eingeschlossen. Franz? Geh, mach doch auf. Ich bin's. Es muss etwas geschehen. Die Gäste werden schon so unruhig. Die Musik soll spielen. Ja, komm, sag's ihnen. Gib mir deine Hand, wie du es früher oft getan. Wenn du's auch vergessen hast, ich denk noch immer dran. Schau mir in die Augen mit dem süßen Blick, wo das Herz gleich dreimal schneller. Der Gustl. Gib mir deine Hand und sag mir nicht mehr länger nein. Schau, es könnte alles so wie früher einmal sein. Sei doch wieder gut zu mir, ich flehe dich an. Gib mir deine Hand, wie du's getan. Es kommen oft zwei Menschen auseinander. Man weiß es selber nicht, wie das geschieht. Doch wenn du siehst, es ist soweit, dann nimm dir Mut, solang's noch Zeit, und singe so wie ich das kleine Lied. Gib mir deine Hand, wie du es früher oft getan. Wenn du's auch vergessen hast, ich denk noch immer dran. Schau mir in die Augen mit dem süßen Blick, wo das Herz gleich dreimal schneller schlägt vor Glück. Gib mir deine Hand und sag mir nicht mehr länger nein. Schau, geht er ohne mich weiter? Geht alles weiter? Gib mir deine Hand, wie du's getan. Wie du's getan. Wie du's getan. Ich bin's, Babschi. Mir wirst du doch aufmachen. Babschi, ich brauch dich! Babschi, ich bin so unglücklich! Und darum hast du dir nichts gesagt. Das hast du dir denken können, nicht wahr? Dass ich da drauf komme. Ach, du weißt? Na ja, natürlich. Aber ein Vater verschweigt mir doch sowas nicht, ne? Die Mutter hat gemeint, dass du böse sein wirst. Vielleicht hättest du es auch gar nicht wollen. Aber geh, was, wenn es schon mal da ist, ne? Musst du behalten. Nicht wahr, Babschi? Natürlich. Gefällt's dir? Ich hab's ja nur so vor der Weiden gesehen, aber ich werde es sicher sehr gern haben. Oh, das ist lieb, Babschi. Wir wollten ja auch nur dir eine Freude machen. Was, mir? Nein, ich hab's an mich gedacht. Ja, alles, was wir getan haben, ist nur aus Liebe zu dir geschehen. Ja, ich übertreib's da aber ein bisschen. Du, es ist ja nur sehr klein. Ah ja, aber es wird schon noch größer werden. Natürlich, natürlich. Aber es geht schon ganz gut. Nein, es geht schon. Das kreiert mich. Nun, der Kurt, und der hat gar nichts davon gewusst. Nein, der hat's nur ausgestattet. Ah, das aus, so war sehr schön von ihm. Das ist sehr schön. Und
Wie heißt denn? Pinguin. Pinguin? Gefällt mir aber gut, dass das Mist zum Taufen heißt. Ist ein blöder Name für ein Kind. Für ein Kind? Wovon redst du denn? Für dein Baby? Ich hab doch kein Baby. Naja, ich hab doch meinen Kinderwagen gesehen. Ja, das gehört doch nicht mir. Du, Papschi, glaubt der Kurt etwa auch, dass ich ein Baby hab? Ja, ich hab ihm sehr erzählt. Jetzt versteh ich. Naja, aber von was hast du denn vorhin gesprochen? Du hast gesagt, das ist klein und es geht schon. Dein Espresso, der Pinguin nebenan. Was, mein Espresso? Du warst Espresso? Also ich sehe schon, ich muss dir alles erzählen. Die Mutter hat es gekauft und der Gustav führt es. Für dich. Gut, dafür. Woher hat denn die Mutter das Geld gehabt? Oh, ja, vom Onkel Ferdinand. Du, Babsche, ich muss der Susi laufen. Die muss die Sache mit dem Kind aufklären, gell? Servus. Servus. Die hat jetzt gar kein Kind, aber ich habe Espresso. Die Mietze hat mir gesagt, dass sie jetzt endlich alles weiß. Jetzt wirst du doch nicht mehr böse sein. Schau, das Ganze war so eine verzwickte Geschichte. Nur weil ich dein Espresso für dich geführt habe, wollte ich das Kaffeehaus ruinieren. Ja? Das Kaffeehaus wolltest du ruinieren? Ja. Du schäbst du. Wieso? Na, weißt du, wem das Kaffeehaus gehört? Dir. Wieso mir? Na ja, natürlich. Die Frau Lemke hat das gekauft. Und ich hab's für dich geführt. Und die Frau... Franz, dass du noch da bist. Franz, ich bin ja so erschrocken, wie ich gesehen habe, dass du mit Sack und Bock aus der Wohnung ausgezogen bist. Naja, warum hast du das Geld von Ferdinand angenommen, ohne mir was zu sagen? Ich weiß nicht. Ja. Ich wollte ja eh alles zurückgeben, aber der Notar hat gesagt, dass er ein Espresso nicht nimmt. Ja, die Idee mit dem Espresso ist ja von mir. Deine Frau kann gar nichts dafür. Sie hat geglaubt, es wird zu deinem Besten sein. Und dann hat sie auch an die Mitzi denken müssen. Ja. Weißt du, Mitzi, dass ich so etwas überhaupt von ihr denken könnte, du das? Du bist eben ein Depp. Also ich nehme das Espresso nicht, aber du kannst es behalten. Ich werde es für dich führen. Was das für mich bedeutet, das weißt du ja. Nicht nur, wo ich das Moderne hasse. Ja, was wird denn jetzt aus dem Kaffeehaus? Na, das werde ich für dich führen. Aber annehmen tue ich es nicht. Zumindest nicht von Frau Frieda Lempke. Und von Frau Frieda Prebichel? Darüber lässt sich reden. Oh. Nein, ich halte das nicht aus. Der Dampf macht mich wahnsinnig. Da hätte ich auch gerne Lokomotivführer werden können. Aber geh. Wo bleibt die Ruhe, wo bleibt die Stille vor dem Kaffeehaus? Mit den Wassergläsern, die Zeitungen, die angenehmen Gäste. Aber so... Die Hummel. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Sie gut, Herr Hummel. Wie geht's Ihnen denn? Dankeschön, gut. Ich habe schon nebenan nach Ihnen gesucht. Herr Franz, ich bin Doktor. Doktor? Bravo, gratuliere. Dankeschön. Das müssen wir feiern. Ja. Doktor ist sie, so klein ist sie. Und sie ist ja schon Doktor. Ja. Jetzt können Sie zu mir ins Ambulatorium zur Behandlung kommen. Ja? Nein, Gott sei Dank, mir fehlt nichts, ich bin ja gesund. Doktor ist sie, du. Ein Doktor. Na ja, mach nicht so ein Aufsehen. Was? Willst du es nicht gleich ausrufen lassen? Das wäre ich auch. Fein, Doktor Hummel! Telefon! Was hast du denn? Du bist ja so still. Still? Still wie das ganze Kaffeehaus. So ein Espresso ist ja doch etwas ganz anderes. Wo bleibt dir das Tempo? Die blitzende Espresso-Maschine. Das sympathische Geräusch von dem Dampf. Ich freue mich, dass sie wieder gekommen sind. Ja, jetzt hör doch auf mit dieser Zischerei, das ist ja nicht gut. Aber, ja, auf eins, zwei bei Ihnen im Ambulatorium sein. Franz? Ja? Servus, Christoph. Wie geht's dir? Dankeschön. Ach, danke. Kaffeehaus geht mir heute ab. Naja, mir ist Espresso. Ja. Ich bin auch nicht gern Geschäftsführer. Nein, ich auch nicht. Mein Gott, wenn ich denke, kann ich zählen. Wo nur beide Oberwohnen. Oberwohnen zahlen. Zahlen, bitte sehr. Du, Franz, mir fällt was ein. Danke. Wie wär's, wenn wir beide wieder Ober werden würden, ha? Ja. Du in meinem Geschäft? Ich in deinem. Ja, schlecht, eine wunderbare Idee. So. Ihr seid euch einig, ja? Ja, wir sind uns einig. Ja. Was wird aus uns? Ja, was ihr heiratet, ihr. Nimm's!
Na? Wieder. Oberzäun. Servus, Mann. Oberzäun. Was nicht? Oberzahlen. Mensch, Sie sind wohl von einem Muffel gepufft. Das werden wir doch das Hochzeitsessen nicht kalt werden lassen. Oberzahlen! Oberzahlen! Ja, wo bleibt denn das Personal? So kann man doch die Gäste nicht behandeln. Verstehe ich auch nicht. Wo steckt denn der Fritz? Ja, ja, ja. Das alles liegt auf mir. Mein Gott, das ist ja wirklich ein Skandal. Oberzahlen, Oberzahlen, bitte schön. Wenn ich Sie vielleicht auch störe, sind Sie sicher ein. Immer kann der Mensch ja doch nicht im Kaffeehaus sein. Oberzahl, Oberzahl, bitte sehr. Es ist Dreck, erst und Dreck, kommen Sie her. Reichen Sie mir meine Mantel, morgen gibt's ein Wiedersehen. Oberzahl, Oberzahl, ich muss gehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.